Hallo und herzlich willkommen noch einmal bei uns im Wanderhotel Gassnach. Wir werden uns heute ein bisschen über Familien unterhalten, was man mit Familie bei uns im Haus so machen kann, und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also als erstes haben wir natürlich einmal ein tolles Hallenbad, also unser Christelspa mit 12 x 9 Meter, und da haben die Kinder natürlich viel Platz zum Toben und also ein bisschen raus und rein. Und also ich habe schon einige gehabt, die was auch bei uns schwimmen gelernt haben. Wir haben vorm Haus einen schönen Kinderspielplatz und eine Kinderalm. Im Haus haben wir einen Kinderspielraum, aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Es gibt tolle Themenwanderwege, da gibt es den Smaragdwanderweg im Habachtal, da kann man dann Smaragde suchen und steinreich nach Hause kommen. Oder einen Venediger Weg im Obersulzbachtal, da kommt man dann bei der Berndlalm raus. Das ist also das, was man im Nationalpark Hohe Tauern machen kann. Auf der anderen Seite in den Kitzbüheler Alpen, also wenn man mit uns mit der Kugelbahn rauffahrt, die ist übrigens im Übernachtungspreis mit der Nationalpark Sommercard inbegriffen für euch alle. Da gibt es oben dann einen tollen neuen Abenteuerspielplatz. Vorne runter geht dann ein Panoramawanderweg. Und ab der Mittelstation haben wir einen super tollen Rutschenweg. Da gibt es 10 Edelstahlrutschen und da kann man dann entweder rutschen und wandern und wandern und rutschen. Und so sind die Kinder halt dann einfach, werden halt an dieses Thema Wandern ein bisschen näher rangebracht, und so geht das alles ein bisschen einfacher. In der Hauptsaison geht dann auch die Smaragdbahn von Bramberg aus. Da gibt es eine neue Mountaincard-Strecke, da ist dann ein bisschen mehr Action dabei. Und das ist also für die Größeren dann ein bisschen was. Im Ort selbst haben wir einen kleinen Badesee, da kann man dann auch die heißen Tage ein bisschen genießen oder zum Blausee rüber. Der Nationalpark selber hat über 300 Bergseen, ganz viele 3000er. Wir haben viele, viele Wasserfälle, unter anderem die höchsten Wasserfälle Europas, die Krimmler Wasserfälle. Also da werdet ihr sehen, da wird niemanden fad, und da ist für jeden was dabei.